Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind die letzten beiden Tage geistig genährt worden. Die Chormusik war grandios. Alle Rednerinnen und Redner sind Werkzeuge für den Herrn gewesen. Mögen Sie sich um die Führung des Heiligen Geistes bemühen, wenn Sie sich mit den Wahrheiten, über die an diesem Rednerpult gesprochen wurde, beschäftigen und darüber nachdenken. Diese sind wahrhaftig vom Himmel aus an uns ergangen. Heute in einer Woche ist Ostersonntag. Das ist der wichtigste religiöse Feiertag für alle, die Jesus Christus nachfolgen. Ostern ist der Hauptgrund dafür, dass wir Weihnachten feiern. Im Leitfaden Komm und folge mir nach werden Sie in der Lektion für diese Woche aufgefordert, sich mit dem triumphalen Einzug des Erretters in Jerusalem, der Reinigung des Tempels durch ihn, seinen Leiden im Garten Gethsemane, seiner Kreuzigung, seiner herrlichen Auferstehung und dem darauffolgenden Erscheinen bei seinen Jüngern zu beschäftigen. Genießen Sie diese heiligen Schriftpassagen und machen Sie jede erdenkliche Möglichkeit ausfindig, wie Sie dem Vater im Himmel dafür danken können, dass er uns seinen einzig gezeugten Sohn gesandt hat. Dank Jesus Christus können wir umkehren und Vergebung für unsere Sünden erlangen. Dank ihm wird jeder von uns auferstehen. Ich fordere Sie auch auf, sich erneut mit dem Bericht über das Erscheinen des Erretters bei den Nephiten im alten Amerika zu beschäftigen, wie dies in 3. Nephi festgehalten wurde. Kurz vor dem Erscheinen hörte das Volk seine Stimme, die unter anderem diese flehenden Worte sprach. Zitat: Wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt. Und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen. Ende des Zitats. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus richtet heute dieselbe Aufforderung an Sie. Ich bitte Sie inständig, zu ihm zu kommen, damit er Sie heilen kann. Er wird Sie von Sünde heilen, wenn Sie umkehren. Er wird Sie von Kummer und Angst heilen. Er wird Sie von den Wunden dieser Welt heilen. Welche Fragen oder Probleme Sie auch haben mögen. Die Antwort ist immer im Leben und in den Lehren Jesu Christi zu finden. Lernen Sie mehr über sein Sühnopfer, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Lehre und sein wiederhergestelltes Evangelium der Heilung und des Fortschritts. Wenden Sie sich ihm zu. Folgen Sie ihm nach. Jesus Christus ist der Grund dafür, dass wir Tempel bauen. Jeder Tempel ist sein heiliges Haus. Wenn Sie im Tempel Bündnisse schließen, unerlässliche Verordnungen annehmen und auch bestrebt sind, sich dort dem Herrn zu nahen, werden Sie so gesegnet, wie keine andere Art der Gottesverehrung dies vermag. Aus diesem Grund tun wir alles in unserer Macht Stehende, um die Segnungen des Tempels unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt leichter zugänglich zu machen. Heute bin ich dankbar, unsere Pläne zum Bau eines Tempels an den folgenden Standorten bekannt zu geben: Recaleo, Guatemala; Iquitos, Peru; Teresina, Brasilien; Natal, Brasilien; Tuguegaur City, Philippinen; Iloilo, Philippinen; Jakarta, Indonesien; Hamburg, Deutschland; Lethbridge, Alberta in Kanada;
San Jose, Kalifornien. Bakersfield, Kalifornien. Springfield, Missouri. Charlotte, North Carolina. Winchester, Virginia. Und Harrisburg in Pennsylvania. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich gebe Zeugnis, dass Jesus Christus die Angelegenheit seiner Kirche leitet. Ich bezeuge, dass der einzige Weg zu dauerhaftem Glück darin besteht, ihm nachzufolgen. Ich weiß, dass seine Macht auf sein bündnistreues Volk herabkommt und es mit Rechtschaffenheit und mit der Macht Gottes in großer Herrlichkeit ausgerüstet ist. Das bezeuge ich. Ich habe sie lieb und segne einen jeden von ihnen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.